Diesmal Valentin Stocker in Richtung Kovac. Dann Steinhöfer. Ball ist gar nicht schlecht. Erster Abschluss in Richtung des Gehäuses von David González, abgefeuert von ihm hier, von Markus Steinhöfer. Erste Offensivaktion. Noch knapp 7 Minuten, da fehlte wirklich nicht viel. Klasse Ballannahme von Geoffrey Trian. Immer noch Trian versucht mit einem Schuss in die nahe Ecke und zwingt Jan Sommer zur ersten Glanztat in dieser Saison. So, Alexander Pasch, gute Schussgelegenheit. Da hat er sehr viel Zeit, sehr viel Platz, um Maß zu nehmen. Und Jan Sommer konnte den Ball nur hinterher schauen. Chuho Park. Marco Strela. Vorbei an allen Strela, dann die Möglichkeit für die Basler und der FCB führt. 59. Minute, David Degen, 1:0 für den FC Basel. Hier, Tuo Park auf Strela, der setzt sich gegen zwei durch. Und dann noch mit dem perfekten Rückpass in den Rücken der Abwehr gespielt. David Degen vollendet das dann eiskalt, keine Abwehrchance für David González. 1:0 für den FC Basel. Alex Frei, klasse Zuspiel auf Stocker. Allein auf weiter Flur, Valentin Stocker, da macht er zu wenig draus. Frei noch einmal mit einer Abschlussgelegenheit. Der scheitert aber an David González. Also das war die Riesenchance. Schnelles, gutes Durchspiel, Thierry Moutinho, Karanovic in der Mitte. Möglichkeit zum Ausgleich, aber Marco Steinhöfer verhindert in der allerletzten Sekunde das 1:1. Also wenn Basel gewinnt, dann hat Steinhöfer einen großen Anteil an diesem Sieg und dieser wichtigen Abwehraktion. Der Fall der FC Basel mit dem Trainer, mit Heiko Vogel. Mit dem geglückten Saisonstart, David Degen hat den FCB zum Sieg geschossen in der 59. Minute. Nach einer brillanten Vorarbeit von Marco Strela. Damit also Basel erfolgreich zur Mission Titelverteidigung gestartet.